Willkommen liebe Freunde, ich bin Krimmerjör und heute ein ganz, ganz kurzes Infovideo für unsere lieber GTA-RP-Spieler auf unser Server. Ja, seit heute haben wir die Whiteliste drin. Gestern gab es einen Besuch von einem Modder, wo jeder Scheiße machen könnte und pipapo, deswegen haben wir jetzt die Whiteliste hinzugefügt. Wie ihr in die Whiteliste kommt oder was ich für Nummer für die Whiteliste brauche, damit ihr weiter auf den Server spielen könnt. Es geht nicht nur für die neue Spieler, die zu uns kommen, sondern auch für die Spieler, die schon in der Stadt sind. Ich brauchte dann einmal eure Team-ID. Wie es funktioniert, erkläre ich euch jetzt. Und zwar, das brauchen wir nicht. Ihr geht einmal auf, nicht auf Teamspeak, brauchen wir nicht. Oh, Mann! Ich tue heute sowas von Fettfingern. So, es geht einmal ihr auf eure Steam. Zum Beispiel ihr. Ihr seht hier oben eure Namen. Dann geht ihr einfach auf Aktivität. Ihr habt ein leeres Feld, genauso wie hier. Das ist der entscheidende. Ihr drückt zum Beispiel ihr rechte Maustaste, Seite URL kopieren. Dann geht ihr natürlich ihr auf der Teamspeak. Rechte Maustaste hinzufügen und das, was ich brauche, das brauche ich nicht, könnt ihr löschen, weil interessiert mich sowieso wenig. Genauso wie das hier. Genau diese Nummer muss ich mir senden, weil mit dieser Nummer will ich dann es auf den Server hinzufügen und dann seid ihr automatisch in die Whitelist. Also Plexi, ich und der lieber Gamer Daddy haben wir das schon, damit wir keine mehr Probleme mehr haben, dass irgendwie Leute, die ihr nichts verloren haben, einfach reinkommen und random alles kaputt machen. Deswegen haben wir jetzt die Whitelist hinzugefügt. Und für die nächsten, die neu auf den Server drauf joinen möchten, müssen sie unbedingt auf Teamspeak kommen, damit sie die diese Nummer für die Whiteliste bekommen. Ja, Freunde, ihr wisst jetzt Bescheid. Whiteliste ist auf unser Server jetzt eingetreten. Was ich überhaupt nicht haben wollte und vermeiden wollte, dass sie die Whiteliste kommen. Aber wenn es nicht anders geht, dann müssen wir halt so machen, liebe Freunde. Deswegen nicht vergessen, Teamspeak kommen, mir die Nummer privat senden. Wie gesagt, ich brauche nur diese Nummer. Da werde ich euch hinzufügen und da könnt ihr weiterhin mit der Gavason-Charakter einfach nur weiterspielen. Das war's mit der kleinen Info-Video für euch, meine liebe Freunde, Mitspieler, bitte auch gerne sagen Mitspielerinnen. Wir sehen uns dann heute oder dann spätestens morgen auf den Server. Hau rein!